Moin und grüß Gott aus dem Paradies. Hier habe ich soeben mein eigenes Chalet bezogen. Das Paradies ist in Leogang in Österreich, im schönen Tirol. Und ich habe hier in einem Chalet-Hotel sozusagen eingecheckt. Ich zeige euch dieses nette kleine Chalet. Ich bin jetzt gerade an der Eingangstür. Hier befindet sich gleich mal ein kleiner Schrank mit genügend Klopapier für die nächsten Tage. Alles ist gedacht. Hier ist eine Garderobe. Da stehen gerade noch meine Taschen. Ich bin eben erst angekommen. Und dann ist hier zur Rechten gleich mal die eigene Küche. Ein sehr schöner großer Esstisch für genügend Personen. Eine nette kleine persönliche Begrüßung. Herzlichen Dank dafür. Und schöne Kücheneinrichtung. Hier der Esstisch. Hier ist nochmal ein Balkon. Da ist ein Fenster. Ist alles schon dunkel und draußen ist ganz viel Schnee. Dann haben wir hier einen schönen Kühlschrank, diverse Fächer mit Geschirr und auch Müsli unten drin. Da sind Tees, Kaffeemaschine, an alles ist gedacht. Hier ist ein Fernseher mit Telefon, Gedöns, genügend Bücher für lange Winterabend, aber ich weiß nicht, wie einem hier langweilig werden kann, dass man zum Buch greift. Dieser Ofen ist elektrisch beheizt, das heißt, der ist schön warm, man kann sich da hinsetzen und wärmen. Ganz toll. Ja, dann gehen wir mal hier raus und darüber. Und dann ist hier das Schlafzimmer für zwei Personen. Sehr schön, alles in Holz eingerichtet. Ein ordentlich großer Schrank mit wirklich viel Platz und da kann man in dem Schrank definitiv ein paar Tage aushalten. Hier ein, zwei Wochen Urlaub lädt es ja gerade dazu ein. Hier ist ein kleines Zimmer, in dem sich auch ein Kinderbett befindet. Das heißt, wenn man seine zwei Kinder mitbringt, kann man hier wunderschön zu viert in diesem Chalet seinen Urlaub machen. Und hier ist das Badezimmer, eine tolle große Badewanne, eine Duschkabine, da ist ein Schrank mit Bademantel und Handtüchern und so weiter. Hier ist das Waschbecken. Servus, grüßt euch, ich bin noch in Skiklamotten. Und freue mich jetzt gleich auf die Dusche. Und hier ist eine eigene Sauna in diesem Chalet mit Infrarot und Ofen und allem drum und dran. Man kann auch selbst seine Aufgüsse machen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, das war's erstmal soweit. Wir haben das hier alles uns angeschaut und was es noch zu betrachten gäbe, wäre hier an der Ausgangstür noch das Klo. Kleiner Blick drauf. Ja. Auch schön, nett, gemütlich, klein eingerichtet. Ja, ein ganz tolles Hotel. Ein Chalet, ein wunderschönes Chalet. Und morgen wird hier ein Restaurant neu eröffnet, das Restaurant Essenz. Und hier kann man sehr, sehr toll seinen Urlaub verbringen. Alles klar. Ich werde mich jetzt gleich mal fertig machen und den Abend genießen und zum Abendessen gehen. Und ich wünsche euch ebenfalls ganz viel Spaß und alles weitere auf www.legourmand.de, Le Gourmand, das Genießermagazin. Ciao, servus. So, ich habe gerade mein Chalet Steinalm Mitterhorn Nummer 11 verlassen und jetzt nehme ich euch mit auf die Reise zum eigentlichen Hotel. Hier sind alles Chalets, könnt ihr das sehen im Dunkeln? Überall nette kleine Chalets. Und das Hotel selber ist dort drüben.
Diese Chalets sind echt einzigartig toll. Morgen werde ich hier noch mehr entdecken und euch davon dann berichten. Man muss hier ganz schön aufpassen. Hier sind ja ewig viel Schneefälle untergegangen. Hier ist das Restaurant, das morgen eröffnet wird. Das Restaurant Essenz. So, hier muss ich lang gehen. Diesen Weg. Ein toller Balkon, da auch hier zu dem Restaurant dazu. Das ist ein schöner alter Bauernhof. Oder ist das neu gebaut? Aber es sieht alt aus. Aha. Ja, werdet ihr morgen noch mal anders sehen. Muss ich noch mal richtig schön filmen. Und da ist die Bar. Komme ich da so vorbei? Ja. Doch, hier komme ich durch. Genau. Wirklich Schneeberge. Jetzt ganz toll geschneit im Januar 2019. Herrlich. So, da ist eine Skistation. Das müsst ihr mir rein. Hier ist der Park. Da ist die Bar. Und dann gehen wir mal ins Restaurant. Guten Morgen und jetzt noch mal ein Blick bei Tag. Es ist 9 Uhr früh. Ich gehe jetzt zum Frühstück. Das ist die Alm, das Chalet, in dem ich hier bin. Hier sind noch andere Chalets. Und jetzt, da ist auch noch eins. Und da drüben ist das Hotel. Da gehe ich rüber. Guten Morgen. Hier ist das andere Restaurant, das heute Abend eröffnet wird. Und oh, es ist kalt. Ja, man sollte bei so einem Wetter vielleicht doch eine Jacke anziehen. Da sind die Berge rund um Leogang. Und das ist das alte Haus, wie ich jetzt das alte Hotel, der alte Gasthof, wie ich gestern erfahren habe. Damit hat alles angefangen. Als Bauernhof mit Zimmervermietung. Und da vorne dran, das ist dann alles in den letzten 10 Jahren herangewachsen. Die Berge leider heute völlig im Nebel und in den Wolken. Und hier ist der neue Hoteleingang. Da ist die Bar und jetzt gehe ich zum Frühstück. Ich hätte auch im Chalet frühstücken können. Aber sorry, alleine frühstücken ist auch ein bisschen langweilig. Schaut euch mal diese Schneehaufen an. Und die Leute gehen schon zum Skifahren. Boah. Sehr schön. Ganz toll. Also, ciao. So, jetzt bekommt ihr hier noch einen schönen Überblick über das Tal bei Leogang. Und die herrliche Bergwelt. Das Paradies befindet sich sozusagen im Schatten dieser Berge. Das Paradies ist von diesem Haus über das da. Und zwar ist dort hinten der Nukleus, der Kern, der ursprüngliche Hof. Und das ist dann entsprechend erweitert worden. So, und die ganzen Chalets sind all diese schönen kleinen Häuschen. Bis dahin. Ja. Also hier, diese Chalets gehören alle zum Paradies und können entsprechend einzeln von Familien oder Freunden, Gruppen gemietet werden, gebucht werden.
sind sehr, sehr schön. Es gibt welche, so wie das meine, für zwei Erwachsene und zwei Kinder, aber auch eben für mehr Leute, größere, kleinere. Und ja, mit Sauna und allem drum und dran. Eigentlich braucht man das Chalet fast nicht zu verlassen, wenn man das voll bestückt hat, mit Kühlschrank und Geschirrspüler. Ist alles da, aber dort unten befindet sich auch noch das Restaurant fürs Frühstück. Man kann sich das Frühstück allerdings auch ins Chalet liefern lassen. Und dort drüben sind dann noch Fitnessräume und so weiter. So, da ist hier noch der kleine Überblick. Und ich gehe hier gerade übrigens mit meiner schicken neuen Rosskopfmütze aus Sterzing, wo ich ja bis gestern war, einen weißen Weg entlang, der für Langläufer, klassisch und Skating und für Winterwanderer und so weiter gedacht ist. Hier kann also jeder entlang gehen. Ich zeige es euch gleich mal auch. Man kann hier sehr schön auch mit seinen Langlaufskiern entlang gehen. Ja, schöner Weg und ein tolles Tal. Ich habe übrigens bis hier rauf, bis hier, so weit vom Hotel entfernt, noch WLAN-Empfang. Diesmal als Empfehlung für diverse deutsche Hotels, die meinen, sie müssten das WLAN wirklich nur auf ganz bestimmte Bereiche des Hotels beschränkt lassen. Das bis hierher ist schon ordentlich. Okay, man könnte auch sagen, dass man dann da in den Hotels selbst unter ganz schön starker Mikrowellenbestrahlung liegt. Aber ich würde mal sagen, dafür, dass dann entsprechend viele ausländische Gäste davon profitieren können, da ist es das auch schon wert. Denn das ist eine definitive Empfehlung für dieses Haus, wenn man sogar noch auf der Piste WLAN-Empfang hat und diese Bilder entsprechend dann an seine Freunde schicken kann. Die Sonne ist nochmal hinter den Wolken hervorgekommen und jetzt sieht es hier so schön aus. Toll! Was man übrigens von hier auch wunderschön sehen kann, ist der Lift da hinten. Man braucht vom Hotel mit den Skiern direkt eigentlich nur bis zum der Gondel, bis zu dem Lift zu fahren und dann ist man schon gleich oben auf dem Berg. Und von dieser Piste aus, hier runter, ist man ratzfatz am Hinterausgang vom Paradies zu den Chalets. So wunderschön cool und dicht dran ist das Haus. Absolut empfehlenswert. Sollte man unbedingt ausprobieren, vor allem mit diesem gigantisch schönen Bergpanorama.